Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Hannover, denn die Arketechnica ist gestartet und wir wollen euch mitnehmen und euch die besonderen Neuheiten hier zeigen. Nicht alle, das schafft man nicht, dafür sind es zu viele, aber die besonderen. Und zwar eine fangen wir schon gleich direkt an, denn wir haben das erste Mal einen eigenen Messestand hier auf der Arketechnica. In Halle 13, Stand A16, findet ihr unser Modelabel Landleben. Und was es sonst hier noch zu sehen gibt, das zeigen wir euch jetzt. Eine ganz besondere Maschine hat uns Fans hier hingestellt, und zwar ein Dial 10T. Er hat jetzt satte 790 PS, aber das ganz Besondere ist, es gibt kein Lenkrad. Es ist verschwunden. Man hat jetzt nur noch diesen Joystick, mit dem man lenken kann. Und das ist etwas, was ich vorher noch nie gesehen habe. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wie sich das Ganze im Straßenverkehr verhalten soll. Aber ich bin gespannt. Die erste Vorserie soll es nächstes Jahr geben und in den Markt kommt er dann an über 2022 dann endlich, zur neuen Saison. Damit hat man wirklich keiner gerechnet, und zwar hat Fendt hier einen Teleskoplader vorgestellt, den Cargo 10955 heißt er, glaube ich, genau. Und hat eine hebbare Kabine, hat vorher keiner gewusst, wurde direkt hier erstmal gestern am Sonntag vorgestellt. Interessantes Konzept, ich glaube, das kommt auch nicht von Fendt direkt selber, sondern hat eine andere Farbe bekommen, weiß man nicht. Auf jeden Fall ist es einen Besuch wert, hier mal vorbeizuschauen, denn sowas gab es bei Fendt noch gar nicht. Selbstverständlich sind wir auch auf der Messe schon von Querneland und haben uns hier zwei Neuheiten rausgepickt. Die erste, darauf stehe ich schon, das ist die neue T6 Feldspritze. Wir haben uns auch ein bisschen informiert. Sie hat 7600 Litern Fassungsvermögen, einen Lenkeinschlag der hinteren Achse von 32 Grad und ein Gestänge von 40 Meter. Das Interessante hierbei ist aber, dass wir durch das iX Clean Pro, das nennt sich so, per Knopfdruck die Spritze sauber machen können. Als zweite Neuheit haben wir eine Highspeed-Sämaschine, die wir uns jetzt anschauen. Und seht ihr jetzt die neue Optima TF Profi SX, die neue Highspeed-Saatdrillmaschine von Querneland. Wir können hier bei 6 Meter Arbeitsbreite bis zu 18 km/h fahren, das ab einer Schlepperleistung von 140 PS. Das Besondere hierbei ist aber, wir haben einen zentralen Saatguttank. Das heißt, wir müssen hinten nicht mehr hin und alles einzeln machen, sondern es wird alles von hier aus gesteuert und mit Rohren nach hinten gebracht und dann ins Saatbett eingebracht. Was es hier noch auf dem Messestand zu sehen gibt, das zeigen wir euch aber jetzt erstmal in kleinen Impressionen. Die aktuellen Neuheiten von Klaas, die sie hier auf der Arketechnica präsentieren, hatten wir euch ja schon gezeigt. Wir sind ja in Frankreich gewesen, haben den neuen Lexion getestet und waren ja auch zuletzt beim Xerion auf Raupenlaufband. Ich würde sagen, die Videos verlinken wir euch hier oben nochmal, dass ihr nochmal schauen könnt. Aber ihr habt ja auch schon Fragen gestellt und die würden wir gerne beantworten. Die eine Frage war, ob er auch mit dem Raupenlaufwerk im Hundegang fahren kann. Das kann er leider nicht. Weiter hat er auch nicht die variable Kabine, die ist nur dem Radschlepper vorbehalten. Die dritte Frage war, wie viel wiegt er eigentlich? Mit dem Raupenlaufwerk wiegt er 23 Tonnen und darf insgesamt 26 Tonnen wiegen. Der Xerion auf Rad wiegt 17 Tonnen, muss aber auch aufballastiert werden, um die Zugkraft auf den Boden zu bekommen. Da
Da ihr aber schon alles gesehen habt in den Videos, würde ich sagen, gehen wir weiter zu John Deere, denn da gibt es auch ein ganz spezielles Gefährt, was sie neu rausgebracht haben. Weiter geht's bei John Deere. Die haben die 7R und 8R-Reihe neu rausgebracht. Und beim 8R sei gesagt, man hat jetzt drei verschiedene Antriebskonzepte, die man auf den Boden bringen kann. Man hat den klassischen Radtraktor und man hat zwei verschiedene Raupenlaufwerke. Im Hintergrund seht ihr schon eins, davon sind vier Raupen an einem Fahrzeug und das bringt bis zu 4,6 Quadratmeter Aufstandsfläche. Eine ganz besondere Neuheit, die John Deere zeigt, ist der neue Mähdrescher X9. Und der ist so neu, dass ich darüber gar nichts weiß und mir jemanden geholt habe, der mehr darüber weiß. Was gibt's Neues? Ja, hallo, mein Name ist Carsten Heftrick. Das ist der neue X9 Mähdrescher mit mehr Leistung, sprich 100 Tonnen pro Stunde bei höchster Effizienz, heißt bei uns 1% Verlust, weniger als 1%. Und dann gibt's noch einen Key Fact. Er ist relativ schmal, glaube ich. Genau. 3,50 Meter Außenbreite, trotzdem der größte Kanal am Markt. Doppelrotor-Konzept, das verbirgt sich hinter dem Kleid. So viel kann ich sagen. Und mehr zu der Maschine findet ihr dann nächsten Sommer. Sehr schön, das werden wir uns genau anschauen. Aber du hast mir auch gesagt, beim Schneidwerk gibt es auch was ganz Besonderes. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt auch mal an. Genau. Jetzt sind wir schon an einem speziellen Gerät, was uns was Besonderes zeigt. Was genau passiert hier? Ja, das Gerät zeigt uns das neue Banddesign vom neuen HDX Draper. Und zwar sehen wir hier, wie wir Körner auf das Band rieseln lassen und die rieseln am normalen Band von einem Draper-Schneidwerk einfach nur so runter. Und mit dem neuen Design, da haben wir spezielles Pattern aufgebracht und das verhindert, dass die Körner eben nach unten rollen. Ganz einfach, effektiv und patentiert für John Deere. Und mit sichtbarem Erfolg, wie man hier gerade sehen kann. Genau, kaum Verluste am Schneidwerk. Jetzt sind wir angekommen vorne am Schneidwerk, nicht mehr am Beispiel, sondern direkt vorne. Was ist jetzt hier besonders noch? Ja, wir sind der erste Hersteller, der breite Schneidwerke für Großlandwirtschaft verfügbar macht, die vor allen Dingen im hügeligen Gelände arbeitet. Der 13,70 Meter breite Draper hat einen Gelenkrahmen, der über 1 Meter Geländeunterschiede an den Enden des Drapers ausgleichen kann und somit perfekt und verlustarm ernten kann. Läuft das über Führungsschienen oder läuft das über die Räder, die hinten angezeigt sind? Über die Räder wird das Schneidwerk in der Höhe geführt. Okay. Wir haben natürlich auch Tastkufen an der Maschine, sodass hier eine gleichmäßige Höhenführung erfolgen kann. Okay. Und das Ganze ist in einem super Beispiel hier gezeigt worden und das zeigen wir euch jetzt mal. So, nach 18 Uhr, die Agritechniker schließt, alles wird schon fertig gemacht. Im Hintergrund sieht man noch, wir haben unser Messer schon auch schon einigermaßen fit gemacht für die Nacht. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was zeigen von dem, was hier ausgestellt wird. Es ist einfach so viel, dass wir das gar nicht in einem Video packen können. Wir haben jetzt im Anschluss dessen noch einiges an Material, was wir euch zeigen werden und hoffen, es gefällt euch. Wenn ja, macht den Daumen nach oben, kommentiert in die Kommentare, liked und teilt es. Man merkt, meine Stimme wird auch schon weniger gut, dass wir jetzt aufhören. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal.